Willkommen hier im Signal Iduna Park. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Begegnung. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Borussia Dortmund gegen Schachtja Donetsk. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Kann losgehen, die Dortmunder Borussia eröffnet das Spiel. Brandt. Guter Pass. Oh, der Ball ist im Tor, aber nee. Der zählt nicht. Es war abseits. Harte Entscheidung, aber wohl auch die richtige Entscheidung, Wolf. Auch wenn es natürlich unglaublich eng war. Stepanenko. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Sie müssen aufpassen. Dortmund über außen. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Hat jetzt Anspielstation. Das macht er sehr gut. Steilpass kommt von Reus. Schöner Pass. Hereingabe in die Mitte. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Die kurze Variante. Sie lassen den Ball gut laufen. Alexander Zukov. Da bekommt er Unterstützung. Er versucht. Ist abseits, auch wenn der Ball drin ist. Das Tor zählt nicht. Nein, Wolf, war nicht zu übersehen. Das waren keine Zentimeter, das waren Meter. Klares Abseits. Bellingham. Ball bei Can. Emre Can. Sie lassen den Ball gut laufen. Da haben sie die Chance. Klasse gehalten von Kobel. Ecke kommt in den 16er. Da ist der Ball erstmal raus. Mikola Matvienko. Das könnte sein. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Wir sehen die kurze Variante. Chance zur Führung. Leichte Aufgabe für Kobel. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Alea. Guerrero.
Da könnten sie jetzt in Führung gehen. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt von Guerrero. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Marco Reus. Chance für Bellingham. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 22. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Flanke jetzt. Leichte Aufgabe für Kobel. Sie spielen steil, gefährlich. Und Reus. Da ist die Chance. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Marco Reus. Ja, starker Pass. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Marco Reus. Nee. Wird zurückgepfiffen. Abseits. Dortmund wechselt. Und da ist der Ball wieder weg. Rafael Guerrero. Marco Reus. Reus, das ist die Chance. Der Ball ist drin. Tor für Dortmund. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Stepanenko. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ganz stark abgeblockt. Den Elter, da macht er sich lang, ganz sicher. Und jetzt werden sie wechseln. Kurzer Eckball. Schön geklärt da von Mats Hummels. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Was für eine Chance. Die Gelegenheit. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende.
Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Dortmund holt sich voraussichtlich diesen Sieg. Sie müssen es nur noch irgendwie nach Hause schaukeln, Wolf. Das war Spielwitz, das war Torgefahr, das war Borussia pur. Emre Can. Da ist das Pressing erfolgreich. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie hier eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.